Hallo Leute und willkommen zurück zur Schneewittchen-Challenge. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir starten immer mit James, oder? Wir starten mit James und hören auch immer mit James auf. So habe ich zumindest das Gefühl. So, der Erich trottet dann nach Hause. Der ist nämlich gerade von der Arbeit gekommen, ne? Ja, 19 Uhr. Und ich habe gerade vor der Aufnahme ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich das ganze Essen, was der James im Inventar hatte, also die ganzen Früchte oder das ganze Gemüse, habe ich in den Kühlschrank gepackt. Und ich habe mir eine Pinnwand gekauft, die hängt hier. Und da habe ich die bisherigen unterschiedlichen Postkarten schon mal aufgehängt. Alle anderen habe ich jetzt verkauft, die wir doppelt hatten. Und ja, ich hoffe, so sorgt das Ganze für ein bisschen mehr Übersicht. Und dann ist in der letzten Folge gegen Ende einiges passiert, was mir gar nicht aufgefallen ist. Und zwar hat der Waldemar tatsächlich, huch, seinen großartigen Fang gemacht. Ich kann es ja kaum glauben. Und jetzt müssen wir insgesamt 20 Fischarten sammeln. 13 davon haben wir schon. Und Level 10 der Angelfähigkeit. Gut, das wird kein Problem sein mit den 7 anderen Fischen. Ich weiß noch nicht, wo wir da angeln gehen müssen. Auf jeden Fall denke ich mal woanders. So, beim guten Erich ist alles beim Alten. Bei dir ist auch alles beim Alten. Du brauchst noch Level 10. Du kannst erst Lieder schreiben ab Level 8. Da weiß ich jetzt auch Bescheid. Und was ist bei Sepp so los? Auch das Übliche, ne? Die machen sich da ja jetzt nicht zu essen, während ich hier in aller Seelenruhe quatsche, oder? Nö, du holst dir nur was. Der Kühlschrank ist nach wie vor kaputt. Okay, Snow schläft noch ein bisschen, schläft, genau. Und ich habe noch was gesehen. Ihr habt es mir auch in die Kommentare geschrieben, aber ich habe es gerade auch selbst noch mal gesehen. Und zwar, der Waldemar, der hat im Inventar eine Kuhpflanzenbeere. Das heißt, ich kann jetzt endlich die Kuhpflanze anpflanzen, was ich ja vor einigen Folgen schon machen wollte. Und mir ist es überhaupt nicht aufgefallen, dass er die hat. Und jemand von euch hat dann geschrieben, hey, bei den Ködern, da war die Kuhpflanzenbeere dabei. Und ich dachte so, was? Kann das sein? Und ja, es ist wahr. Wo muss ich jetzt nochmal gucken? Hier muss ich gucken. So, ich möchte die Kuhpflanze nämlich hier gerne wieder einpflanzen. Die Frage ist nur, wo machen wir das? Das braucht ja doch immer einiges an Platz, ne? Und wir haben gar nicht mehr so viel. Wenn wir sie hier hinpacken, kann man sie nicht vernünftig füttern. Da steht der kleine schöne Brunnen. Was wäre hier? Das müsste rein theoretisch gehen, oder? Das müsste gehen, sodass man die auch füttern kann, hoffe ich zumindest. Wir testen es auf jeden Fall mal aus. So, Kuhpflanze rein. Ich weiß jetzt nicht, ob sie richtig rum drin steckt. Das werden wir dann noch sehen. Telefon bei dir? Wer ruft an? Wer ist das? Ich habe erfahren, dass heute Nacht Geisternacht ist. Hast du Lust mitzukommen, Ronny? Bah, altes Inn. Nee, ganz ehrlich, die Geisternacht ist jetzt nicht so witzig, ne? Da könnte er zwar ein paar schelmische Sachen machen, aber ja, nee, Geisternacht finde ich jetzt nicht so super lustig. Von daher, James, bleib mal bitte hier. So, einpflanzen. Oh, Leute, haben wir endlich wieder eine Kuhpflanze. Ist die richtig rum? Ich glaube, die ist falsch rum drin, ne? Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich darauf. Die brauchen wir für sein Bestreben sowieso irgendwann. Ich hoffe, sie bleibt uns lange erhalten. Das wäre schön. So, Samen kaufen. Nein, kannst du die nicht direkt schon gießen? Essen, pflanzen. Kannst du die nicht pflanzen? Konnte nicht keimen. Nein, stelle sie an einen Ort, an dem sie mehr Platz hat. Mandy haut ab. Ja gut, James, dann lass es. Dann funktioniert es da nicht. Nee, dann funktioniert es nicht. Wo stellen wir die hin? Wir könnten, passt mal auf, das könnten wir eventuell machen, die beiden hier wegnehmen. Ich stelle die gerade mal einfach hier hin. Ich bin mir nicht sicher, ob das. Genau. Ich bin mir nicht sicher. Na toll. Jetzt muss ich das erstmal hier hinstellen. Und das erstmal da reinpacken. Ob das hier. Ah, das funktioniert da auch nicht, ne? Das ist natürlich blöd. Das ist aber auch alles so. Ja, das ist ja so verschoben gebaut hier. Mit Move Objects On. Was ich aber jetzt nicht reinmachen will, weil ich dann nicht vernünftig die anderen Gegenstände ziehen kann. Und was ist, wenn wir die. Pass mal auf, wir packen die mal kurz. Wo haben wir gerade Platz? Hier. So, dann müsste unsere Kuhpflanze aber doch hier. Nicht mal das passt. Nicht mal das passt jetzt. Machen wir es doch so. Move Objects On. Müsste doch jetzt eigentlich funktionieren. Oh, da musste ich gerade vermutlich was zensieren, weil ich aus Versehen was anderes reinkopiert habe.
So, jetzt müsste das doch. Warum funktioniert das nicht? So, Leute, ich habe jetzt mal gerade wahrscheinlich kurz einen Cut gemacht, denn die blöde Kuhpflanze, die hat mich jetzt hier fast 10 Minuten Zeit gekostet, denn nirgendwo konnte ich sie pflanzen. Ich musste hier alles Mögliche abreißen und teilweise wieder hinstellen, teilweise wieder umsetzen. Nichts hat funktioniert, auch nicht mit dem Move Objects on Cheat, was sehr merkwürdig ist. Was kostet da 3 Simoleons? Was machst du? Nee, mein Lieber. Nee. Schön, dass du schon freiwillig aufgehört hast. Ich weiß nicht warum, aber es ist gut von dir. Finde ich sehr schön. Du kannst dir was anderes zu essen nehmen oder aber unter die Dusche gehen. So. Putzen mit Elan. Ganz bestimmt nicht schnell duschen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, aber das habe ich ja schon von Anfang an eigentlich, dass das Haus hier, vielleicht auch das komplette Grundstück, vielleicht auch das Haus, aus irgendeinem Grund verbuggt ist. Schon allein die Sache mit dem Dachboden, dass die da immer so festbuggen, dass ich auf dem Grundstück gewisse Dinge nicht vernünftig platzieren kann. Ich habe echt das Gefühl, nee, mal lieber, dass das ein kleines bisschen buggy ist. Und ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine kleine Hausrenovierung. Im Großen und Ganzen ist das ja echt schön. Das passt auch gut dazu. James, hör bitte auf damit. Es passt auch wirklich gut hier zu den alten Männern. Es ist ja doch sehr altmodisch eingerichtet. Aber vielleicht machen wir sowas mal. Dass wir, ja, kleine Renovierung. Und hier alles ein bisschen anders aussehen lassen. So, jetzt ist erstmal wichtig, dass Snow aufsteht, meine Liebe. Du hast nämlich jetzt leider einiges zu tun. Und dann müssen wir mal gucken, du hast wenig Spaß, ne? Das muss aber leider noch warten. Du verwendest jetzt erstmal da das Klo. Manni ist... Achso, du wolltest sowieso schon hingehen. Manni ist da gerade fertig, hat Hunger. Gartensalat zubereiten. Ganz... Stopp. Du hörst auf damit. Ihr könnt euch hier alle einen kleinen Snack nehmen von mir aus. Reparieren. Was haben wir denn? Öffnen, ersetzen. Er hat die Fitnessfähigkeit erworben. Wow, da werden sich jetzt einige Leute freuen. So, mein Lieber. Du schnappst jetzt da was zu essen. Und das kann der Manni von mir aus auch machen, wenn er so einen großen Hunger hat. Ja, schon. Öffnen? Nein. Wo haben wir es denn da? Schnelle Mahlzeit. Da müssen wir jetzt dann eben warten, bis der Günni da fertig ist. Sepp, was machst du? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, du kommst nicht hier rein. Die beiden machen da erstmal ein Selfie. Ach, Snow. Ja gut, sie darf gleich erst... Manni, ich höre das. Du brauchst da gar nicht weitermachen, mein Lieber. Ich habe das Messer ganz genau gehört. Ich wollte, dass du dir hier eine schnelle Mahlzeit nimmst. Von mir aus die Cerealien. Du kannst da ganz bestimmt nichts kochen. Hier steht auch noch was Angefangenes. Eieiei. Los, Snow. Komm da runter von der Toilette. Jetzt kommt James da hin. Jetzt bringt er das irgendwo hin. Ach, James, hör doch auf damit. Mit Günther plaudern. Ja, mach bitte irgendwas. Ist mir ganz egal. Wichtig ist jetzt gerade nur Spülmaschine beladen. Dass wir das auf jeden Fall noch fertig bekommen. Das muss echt sein. Die Klos putzen wäre auch noch ganz cool. Deshalb achte ich jetzt auch gerade, wie ihr seht, ein bisschen mehr auf Snow, damit das da mit rechten Aufräumen. Ach so, sie räumt das auf. Okay, damit das da jetzt gerade alles mit rechten Dingen zugeht. Ich meine, alle anderen. Ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr nichts kocht oder nicht aufräumt. Aber aufräumen macht ihr sowieso nicht. So, deshalb soll sie da jetzt erstmal alles mitnehmen. Ach, hier hinten steht noch eine Schüssel. Mist, hätte ich die mal hingezogen, dann wäre das alles ein bisschen schneller gegangen. Ich hoffe, oben ist nichts. Nee, Spülmaschine beladen. Okay. Dann ist wichtig, dass wir auf jeden Fall den Kühlschrank reparieren. Was steht denn hier noch? Milch. Ja, pass auf, die Milch können wir mal in den Kühlschrank packen. Snow, wo gehst du? Ach, stand hier draußen wieder was? Eieiei, das ist ja doof. So, Spülmaschine beladen. Auf jeden Fall den Kühlschrank reparieren. Das ist ganz wichtig. Genau, nimm die Teller von den beiden noch mit. Das ist schön, hätten wir das auch erledigt. Günther geht schlafen, ja, von mir aus. Und du, mein Lieber, was machst du? Den. Nee, du brauchst dich nicht den, du kannst hier weiter... Wo haben wir sie denn? Hast du sie wieder ins Inventar gepackt? Wo hast du denn die Gitarre? Hier ist sie doch. Lied spielen, üben, Lieder singen. Ja, üb einfach mal. So, Snow, was machst du jetzt? Du hast dich jetzt erst fürs Kochen entschieden. Okay, das dauert jetzt auch nicht mehr ganz so lange. Ja, ein bisschen Ohrenschmalz rein, dann passt das schon. Dann kannst du jetzt erst, ja, schön mit den Händen da den Salat durchwühlen. Wundervoll. So, den letzten Schliff noch schön auf den Teller klatschen.
Und dann möchte sie sich vermutlich... Ach, das war auch nur einer, ne? Boah, Levelaufstieg, wir sind erst Level 5. Das ist echt krass. So, reparieren bitte, meine Liebe. Ich weiß, du hast Hunger, aber das ist gerade wichtiger. Das ist echt gerade wichtiger. Kann ich das währenddessen reinziehen? Funktioniert das? Das funktioniert? Oder hat das nicht funktioniert, weil ich vorhin wieder einen Cheat aktiviert hatte? Move Objects on, aber es sieht so aus, als hätte es funktioniert. So, Snow, dann mach du mal. Die Frage ist, ob wir dann generell noch ein bisschen was vorkochen, ne? Was haben wir denn noch? Gut, wir haben jetzt hier den ganzen Kram drin. Ach, da ist der Gartensalat. Ja, pass auf, dann bin ich dafür, Gartensalat essen, dass du den dann gleich erstmal isst und dazu vielleicht ein bisschen Fernsehen schaust. So, Kanal schauen. Kochkanal, wo haben wir es denn? So, Manni ist beschäftigt, alles okay. Was macht Sepp? Sepp will duschen gehen? Okay, lasse ich ihn auch mal. Waldemar, willst du mir etwa meinen Salat klauen? Wir brechen das ab. Du musst keinen Salat essen, echt nicht. Das muss nicht sein. Du hast nicht mal Hunger, dann bin ich eher dafür, dass du dich wie immer hier hinstellst mit Köder angeln und von mir aus hier schön mit der Elitze ein bisschen was angelst. Oh Mann, sie fühlt sich schon total unwohl. Ja gut, es muss auf jeden Fall aufgewischt werden, das ist wichtig. Die Toiletten, ja gut, ist jetzt nicht so wichtig. Und das hier hinten, ja, mal gucken. Also am wichtigsten ist, wie gesagt, das Reparieren und vielleicht dann auch aufwischen. Sofern wir das hinbekommen, müssen wir gucken. Ja gut, er spielt da, alles gut. Oben schlafen auch alle, wunderbar. Hier steht auch sonst nichts mehr rum, ne? Da liegt noch ein Buch, aber das macht nichts. So, hat folgende Tuning-Teile erhalten. Zwei gewöhnliche, ja gut. So, nimm den Salat und setz dich vor die Glotze, meine Liebe, um 2 Uhr nachts. Dann hast du da wenigstens ein bisschen Spaß. Während er hier Gitarre spielt. Das klingt mittlerweile echt gut, muss ich immer sagen, ne? So, schön den Kochkanal anschalten, gucken, ob die komische alte Frau wiederkommt, die den Truthahn zubereitet. Die finde ich immer sehr lustig. Aber nein, es kommen die beiden komischen Typen in dieser merkwürdigen Kochshow. Na gut. Sie futtert da ihren Salat. Wunderbar. Haben wir das soweit auch hinbekommen? Ja, ich glaube, Hausaufgaben und so werden wir nie machen können. Das wird vermutlich nicht funktionieren. So, Erich, du musst doch heute auch wieder arbeiten, ne? Ich überlege, ob ich dich schon mal wecke. Denn bei ihm müssen wir ja doch einiges tun, was seine Fähigkeiten angeht, damit wir da mal weiterkommen. Ich glaube echt, er ist bis jetzt derjenige, der beim Bestreben hinterherhinkt, ne? Am meisten hinterherhinkt. Ich glaube, da sind alle echt schon weiter. Level 3 einer beliebigen Karriere. Ja, das ist natürlich auch eine harte Nummer, ne? Du brauchst jetzt erstmal nur noch Level 6. Das ist soweit okay. Die Sammlung, das wird dauern. Gut, bald immer mit den 7 Fischen müssen wir gucken. Und du brauchst immer noch Level 10. Okay, das ist ja auch nichts Neues. Du kannst übrigens mal aufstehen. Du kannst aufstehen und dir von mir aus öffnen. Nee, Quatsch, öffnen wollte ich gar nicht, oder? Sind die noch gut? Können wir die gar nicht nehmen? Von wem sind die? Von Sophia White. Warum können wir die nicht nehmen? Ich weiß es nicht. Dann kannst du aber schnelle Mahlzeit essen, Cerealien. Mein Lieber, du brauchst dir da gar nichts kochen. Ich habe es genau gesehen, dass du das tun wolltest. Und Manni, was ist mit dir? Blase Sozialenergie. Ja gut, ist aber alles noch nicht im orangenen oder roten Bereich, von daher musst du dich da jetzt wohl durchquälen. Und du musst Level 6 der Comedy-Fähigkeit. Ja dann, ab ans Mikro mit dir, Witze erzählen. Kannst du die Snow da mal bitte in Ruhe Fernsehen schauen lassen? So, er hat sich seine Cerealien geholt, okay. Und er hat einen Lachs gefangen. Ja, schön und gut. Ach, wir haben ja gleich schon Level 6. Stimmt. Ich erinnere mich, da war was in der letzten Folge. So, Snow, ist da noch jemand in der Dusche? Ja, aber wer das auch immer ist, ich glaube, es ist der Erich. Der müsste gleich fertig sein, oder? Der müsste doch fertig sein, sodass du vielleicht hier mal eben ganz schnell säubern kannst. Ist die hier auch dreckig? Nein, da kannst du aber spülen. Dann ist der Erich da bestimmt gleich fertig. Level 6 der Comedy-Fähigkeit. Ja, juhu. Das ist schön. So, freut mich. Den Berufszweig Komiker oder Entertainer. So, tätig werden möchtest, musst du zuerst die Entertainer...
Entertainer Karriere durchlaufen, indem du die Beförderungsanforderungen erfüllst. Was ist denn das nochmal? Witze schreiben, Musik üben. Ja, pass auf, dann. Sonst ist da ja auch nichts mehr. Dann schreib doch einfach mal ein paar Witze. Comedy, Witze schreiben. Mach das doch mal. So, Erich ist auch fertig. Wunderbar. Nein, 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 mein Lieber. Nein, 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 du brauchst ja gar nichts kochen. Nein, 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 kannst du direkt wieder hinstellen. Das kannst du direkt wieder hinstellen und kannst dir auch Cerealien nehmen. Heute gibt's für alle nur Müsli oder was auch immer Cerealien sein sollen. Keine Ahnung. Ja, gut, Waldemar. Bei seiner üblichen Beschäftigung, Manni ist jetzt langsam bereit, aufs Klo zu gehen, würde ich mal sagen. Du bist da auch fertig. Okay, gehst du jetzt unter die Dusche? Hände waschen. Ja, pass auf, dann geh doch nochmal ganz fix duschen. So, hatte sie sowieso vor. Und dann müssen wir gucken, ob wir tatsächlich heute noch aufwischen. Es ist gleich 5 Uhr. Müssen wir gucken, wie wir das hinbekommen. Oh Gott, weint sie? Na, sie weint nicht, aber sie jammert. Gut, verständlich, ne? Kann ich voll und ganz verstehen. Jürgen, was hast du jetzt vor? Zur Toilette gehen, okay. Geht er jetzt da in die linke? Ich will es hoffen, sonst gibt es da wieder Probleme. Ja, macht er. So, du schreibst Witze, alles klar, soweit. Wann musst du zur Arbeit? Hast heute frei. Okay, der Manni dann auch, ne? Was? Du hast heute nicht frei? Ach, du bist schon C-Promi? Du bist C-Promi? Offenes Mikrosucher. Was? Ist er schon weiter? Das ist ja krass. Okay, und wer geht noch arbeiten? Erich, aber du hast dann auch heute frei. Ja, gut. Level 2 der Schreibfähigkeit. Vielleicht sollten wir das bei Gelegenheit nochmal machen. Was hast du jetzt vor? Ins Bett gehen? Ja gut, muss ja eh erst um 17 Uhr los, ne? Von daher ist das schon in Ordnung. So, den Teller räume ich mal weg, damit Snow nicht so weit laufen muss. Ich habe mich übrigens richtig an Snow gewöhnt, ne? Also, ja, wollen wir die nochmal beladen? Wisst ihr was? Wir beladen nochmal schnell. Spülmaschine beladen. Teile plündern. Ja, wir können nochmal plündern. Und dann können wir hier auch nochmal aufwischen. Ja, ich habe mich richtig an Snow gewöhnt. Ich sag gar nicht mehr Sophia. Aber macht ja nichts. Ist doch auch ganz schön. Hätte ich aber anfangs... Oh nee, war da jetzt noch ein Teller? Der hier, oder? Ja, der ganze Kram. Hätte ich anfangs nicht gedacht. Ich dachte echt, dass ich mich an Snow nicht wirklich gewöhnen werde. Aber das hat doch ganz gut funktioniert. Und ist immerhin besser, als die ganze Zeit Schneewittchen zu sagen. Finde ich zumindest. So, dann wühl den ganzen Kram mal durch. So, hast du was Schönes gefunden? Wenn wir mal Zeit haben, ne? Wirklich genug Zeit haben, dann können wir auch mal gewisse Dinge verbessern. Wäre eigentlich auch ganz schön, aber meistens ist das ja doch ein Problem, ne? Meistens geht es nicht so easy. Was machst du jetzt? Haben wir niemanden hier, bei dem wir ein bisschen schelmisch sein können? Wir können Erich mal wieder als Opfer auswählen. Was hat er jetzt vor? Ich wollte aber mit Erich doch... Ich wollte mit Erich... Nee, Bücher lesen, Level 2 der Schreibfähigkeit. Eins von beidem sollte er vielleicht tun. Lesen. Was willst du mal lesen? Liebe in den Zeiten der Stulle. Erich, ich denke, das ist voll dein Ding. Das solltest du lesen. So, aufwischen ohne Ende. Aber dann ist es gleich relativ sauber hier, ne? Werfen wir das noch weg und dann lassen wir sie auf jeden Fall Fernsehen schauen. Also Hausaufgaben mache ich jetzt nicht. Ganz bestimmt nicht. Würden wir zeitlich eh nicht mehr hinbekommen. Und halte ich auch in dieser Challenge für nicht besonders wichtig. James, mein Lieber, du kannst aufstehen. Was macht unsere Kuhpflanze? Können wir die schon gießen? Bewässern! Ja, bewässern! Ach cool! Dann kannst du hier auch alles wieder ernten. Alles ernten, Ableger nehmen. Nein, mit Pflanze sprechen brauchen wir jetzt nicht. Gegen Käfer einsprühen kannst du nochmal machen. Die Pflanzen darf ich natürlich nicht vergessen, ne? So, Snow, du hast Freizeit. Du hast Freizeit, das ist schön. Deshalb bin ich dafür. Wo haben wir es denn? Kochkanal. So, eine Stunde noch. Komm, die eine Stunde kannst du noch Fernsehen schauen. Das ist dann schon in Ordnung. Muss der Jürgen halt mitgucken. Oh Gott, Waldemar. Oh Gott, der Arme, ey. Und er hat immer noch nur seine 13 Fische. Boah, ich habe das Gefühl, ihn quäle ich am meisten. Kann es sein? Oh, die Toilette davon ist schon wieder dreckig. Ich habe echt das Gefühl, ihn quäle ich hier am meisten. Das tut mir sehr leid. So, schnelle Mahlzeit essen, Cerealien. Und danach schicke ich dich auch ins Bett. Hier, kannst du schlafen. Günther liegt da jetzt noch, der kann auch von mir aus weiter pennen. Ist okay.
Und bei dir ist soweit alles okay. Gut. Wenn sie nach der Schule kommt, muss sie auf jeden Fall wieder kochen. Wir haben nämlich nichts mehr. Ich finde das schon okay, wenn die immer Cerealien essen. Nur was Richtiges zu essen, ist ja dann doch ein bisschen besser und hält vor allem länger vor. Haben die nicht alle 5 Minuten Hunger? So kommt mir das zumindest vor. Wow, unsere großartigen Müllpflanzen hier, Ableger nehmen, veredeln. Kannst du die auch nochmal veredeln? Ist das denn jetzt nach wie vor Müllpflanze normal? Okay, Müllpflanze hübsch. Wow, es gibt hübsche Müllpflanzen. Ist ja großartig. Das ist ja ganz großartig. Ja, sieht doch okay hier aus. Ich freue mich auf jeden Fall dann auf die Kuhpflanze. Und ich denke, so oft wie wir bei James nachschauen, was er so macht, da wird das kein Problem sein, die Kuhpflanze hier vernünftig zu pflegen. Sodass sie hoffentlich nicht drauf geht. Du hast ja bald schon das nächste Level. Oh, geil. Das würde ich gerne in dieser Folge auf jeden Fall noch machen. Ich weiß, ich habe jetzt, glaube ich, echt schon ein bisschen überzogen. Aber es war ja auch am Anfang das reinste Chaos. Und wie gesagt, vermutlich habe ich da auch ein bisschen was rausgeschnitten, damit es nicht ganz so langweilig für euch ist. Aber ich würde halt jetzt super gerne wissen... Oh, Sam Peters ist wieder da. Mit Pflanze sprechen. Ja, James, genau. Ich würde halt super gerne wissen... Was machst du da? Was machst du da? Backst du etwa einen Kuchen? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Schaut mal, er fängt auch an. Das gibt es doch nicht, meine Lieben. Das gibt es doch nicht. Macht was Vernünftiges. Nimm dir doch Cerealien. Die sind doch so lecker. Und du, wenn du Hunger hast... Nein, brauchst du da nichts weitermachen? Nee. Dann nimmst du dir auch bitte Cerealien. Wir haben es gleich. Ich bin so gespannt, was danach kommt. Wahrscheinlich kommt direkt danach schon die Kuhpflanze. So, Schüssel hier hin. Dann die beiden Gläser schon mal hier hin. Was läuft denn da draußen für ein trauriger kleiner Junge? Der kam jetzt gar nicht bekannt vor. Wer ist das? Kennen wir den? Moment mal. Wer bist du? Max Villarreal oder Villarreal? Ich weiß nie, wie es ausgesprochen wird. Gut, James ist dann gleich also soweit. Nein, mein lieber Sepp. So haben wir nicht gewettet. Schnelle Mahlzeit, Cerealien. Ihr seid voll die Müsli-Opas, wisst ihr das? Echt jetzt? Die ganze Zeit hier nur Müsli futtern. Und du bist die ganze Zeit nur mit deinen Pflanzen dazu gange, ne? Aber ist doch schön. Die hier können wir auch direkt weiterentwickeln. So, wir haben es geschafft. Und jetzt brauchen wir Level 10 der Gartenfähigkeit und 10 ausgezeichnete Pflanzen. Und wir müssen die Kuhpflanze züchten. Okay. Ich bin jetzt gespannt, ob das schon als Züchten zählt. Wir haben sie ja jetzt schon eingepflanzt. Wollen wir sie auch mal düngen? Nee, muss nicht sein, ne? Ob das jetzt schon zählt, weil sie ja schon eingepflanzt ist? Da bin ich gespannt. Hier sieht es wieder aus wie Sau, ne? Ach, Opis, unterhaltet euch doch mal. Seid doch mal nett. Erich, was hast du vor? War klar. War so klar, dass du dir was zu essen machen willst. Hier, nimm Cerealien, die kannst du noch gut kauen. Und ich glaube, James, ich werde dich jetzt auch von deinem Leid erlösen, wollte ich gerade sagen. Hier, nimm dir Cerealien. Oh, im Büro des Direks. Sophia wird zum Büro des Vertrauenslehrers geschickt, um darüber zu reden, wie sie ihre Schulkarriere besser gestalten könnte. Der Vertrauenslehrer stellt eine Menge Fragen. Soll Sophia die Wahrheit sagen oder sich etwas ausdenken, damit der Vertrauenslehrer zufrieden ist? Ja, was ist denn die Wahrheit? Ich wohne mit 7 alten Männern zusammen und muss den Haushalt schmeißen? So, die Wahrheit ist, dass der Lernstoff schwierig ist und Sophia nicht dazu angehalten wird, härter zu arbeiten. Der Vertrauenslehrer ist ein wenig überrascht von ihrer Ehrlichkeit, ist aber froh, dass es nichts Ernstes ist. Ja, das ist ja wunderbar. Das freut mich. So, Opi, du schnappst dir auch die Cerealien. Und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge? Wir haben die Kuhpflanze. Wir haben auch mit James ein bisschen, was erreicht. Das ist ganz cool. Sophia ging es wieder einigermaßen gut. Ich bin gespannt, was beim nächsten Mal passiert. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.